rutsch nicht runter. Genau. Ohne Witz, ich liebe dieses Kleid einfach so sehr, ich will das nie wieder ausziehen. Hey Leute, in ein paar Tagen ist ja schon Mai und das bedeutet viele Abibälle, Abschlussbälle, Kommunion, Konfirmation, Hochzeiten. Ich überlege gerade, was noch. Auf jeden Fall viele Veranstaltungen, für die man sich eventuell schicker machen möchte. Und deswegen wollte ich euch dieses Video heute abdrehen, einfach als so eine Art Style-Guide für Make-up, für Haare, Kleid, Fotos, alles mögliche, was ihr wissen wollt. Übrigens, zum perfekten Abi-Ball bzw. Abschlussball-Kleid kommt nächste Woche Sonntag auch noch ein Video mit Kati online. Das haben wir nämlich vor ein paar Tagen gedreht und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf ein extra Video dazu freuen. Aber heute gibt es sozusagen so ein Allround-Styling-Ding. Ihr könnt als Videofrage sehr gerne mal beantworten, ob ihr dieses Jahr euren Abschlussball macht und falls ja, dann wann, weil das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also bei manchen im Mai, bei manchen im Juni oder vielleicht macht ihr dieses Jahr auch gar keinen Abschlussball. Vielleicht habt ihr dann irgendeine andere Gelegenheit, zu der ihr dieses Video nutzen könnt. Ich bin dieses Jahr auf jeden Fall auf einer Hochzeit und zwar von meinem Cousin, aber die ist erst im August, was noch ziemlich lange hin ist, um sich Gedanken darüber zu machen. Aber ich freue mich trotzdem schon drauf. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video und los geht's! Los geht's mit dem ersten Punkt und zwar dem Make-up. Ich bin eigentlich immer der Meinung, dass die Make-up-Routine so ein bisschen vor dem Make-up anfängt, also eigentlich mit der Hautpflegeroutine anfängt. Denn je besser eure Haut gepflegt ist, desto schöner hält auch später das Make-up und sieht besser aus. Deswegen achtet einfach darauf, dass ihr euch immer regelmäßig abschminkt und vielleicht auch ab und zu mal eine Maske macht und eure Haut halt einfach gut behandelt. Und dann wird das bestimmt schon. Bevor ich mit meiner Foundation anfange, trage ich jetzt erst einmal einen mattierenden Primer auf, damit das Make-up auch später länger hält. Und dann kommt erst die Foundation. Am besten würde ich sagen, nehmt ihr eine, die ihr sowieso schon gut kennt und bei der ihr halt auch wisst, dass eure Haut sie halt so gut verträgt und so. Einfach damit es später keine unangenehmen Überraschungen gibt sozusagen. Und übrigens, viele neigen ja dazu, bei besonderen Anlässen viel mehr Produkt halt zu benutzen, weil man sich besonders viel Mühe geben möchte. Aber das ist echt überhaupt nicht nötig und es kann sogar die Haltbarkeit auf der Haut verringern. Deswegen kleistert euch nicht zu, sondern benutzt einfach die ganz normale Menge, die ihr sonst auch benutzen würdet. Danach ist natürlich ganz wichtig, alles schön abzupudern, eben auch wieder, um die Haltbarkeit zu verlängern und damit ihr später auf Fotos nicht so sehr glänzt. Und apropos Puder, ich würde euch generell eher empfehlen, halt so Puderprodukte zu benutzen, also auch was Highlighter oder Rouge angeht, einfach weil die meiner Erfahrung nach immer etwas länger halten als zum Beispiel Cremeprodukte. Zu dem Augen-Make-up habe ich auch noch einen kleinen Trick für euch. Natürlich könnt ihr einfach falsche Wimpern ankleben, wenn ihr das wollt. Die sind ja besonders für solche Anlässe gedacht. Aber das würde ich wirklich nur dann machen, wenn ihr halt daran gewöhnt seid, die zu tragen. Weil es sonst, und glaubt mir, da habe ich Erfahrungen mit, ziemlich schnell dazu kommen kann, dass das in Stress ausartet. Weil es echt gar nicht so einfach ist, die zum ersten Mal an die Wimpern so dran zu bekommen, dass es auch echt natürlich und schön halt aussieht. Deswegen, ich finde falsche Wimpern immer etwas anstrengend und trage eigentlich lieber Mascara. Aber auch da gibt es einen kleinen Trick und zwar trage ich erst ganz normale Mascara wie immer halt auf. Und dann ganz am Ende, wenn die schon trocken ist, trage ich noch eine Schicht wasserfeste Mascara darüber auf. Das hat nämlich den Vorteil, dass sich die Augen später etwas besser abschminken lassen und vor allem die Wimpern auch weniger ausgetrocknet werden. Und sie sind halt auch nicht so steif, als hättet ihr jetzt nur wasserfeste Mascara benutzt. Aber ihr seid trotzdem sicher vor Panda-Augen. Also ja, kleiner Tipp. Mein letzter Make-up-Hack ist für die Lippen und da ich eine eher schmale Lippenform habe, schminke ich die eigentlich immer gerne etwas größer und das geht auch ganz gut, wenn man Folgendes macht. Und zwar Schritt 1, das ist einen matten Lippenstift zu benutzen in einer nicht allzu dunklen Farbe. Also bei mir ist das jetzt die Farbe Faux von MAC. Und im zweiten Schritt umrande ich dann die Lippen mit einem Lip Liner, der ein kleines bisschen dunkler ist als meine Lippenstiftfarbe. Und dabei male ich sozusagen ein bisschen so über den Strich, also über meinen natürlichen Lippenrand. Und das vergrößert die dann auch optisch ein bisschen. Und im letzten Schritt könnt ihr dann einfach Lipgloss noch darüber auftragen. Oder in meinem Fall ist das so ein glänzendes Lipbalm. Das ist von Catrice übrigens und das heißt sogar Lip Volumizer. Und ich finde das einfach nur toll. Und ja, das macht die Lippen auf jeden Fall so ein kleines bisschen voluminöser. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Haare. Ich habe mir für heute gedacht, dass ich mir so leichte Wellen mache, die aber noch so halbwegs natürlich aussehen sollen. Ich starte eher mit ganz glatten Haaren und ich locke eigentlich nur so die unterste Partie von meinen Haaren. Also ich fange nicht am Ansatz an, sondern mache wirklich nur so 3-4 Drehungen um den Lockenstab. Und dann hat es das Ergebnis, dass man so weiche Wellen bekommt und es auch irgendwie natürlicher aussieht, weil die Locke nicht ganz oben halt anfängt. Und ich finde das einfach nur mega schön, vor allem wenn es sich dann nach so einer Stunde oder sowas ein bisschen ausgehangen hat.
Ein kleiner Tipp, den ich mal bei einem Dreh gelernt habe, den man allerdings nicht allzu häufig anwenden sollte, ist es, bevor man den Lockenstab benutzt, erstmal Haarspray in die Haare zu sprühen. Es gibt den Haaren einfach ultra viel Halt, viel mehr auch, als würde man danach erst das Haarspray reinsprühen. Das Problem ist nur, dass es eigentlich ziemlich schlecht für die Haare und trocknet die aus, deswegen müsst ihr einfach abwägen und wenn bei euch die Locken auch so gut halten, dann würde ich es einfach sein lassen. Aber bei mir gehen die eigentlich relativ schnell raus, weil ich halt lange und schwere Haare habe, deswegen mache ich das ganz gerne bei besonderen Anlässen, nur ja, seid halt vorsichtig, macht das nicht so oft. Übrigens, wenn euch der Lockenstab interessiert, ich habe den euch mal unten verlinkt, da könnt ihr einfach schauen, was das für einer ganz genau ist. Der ist nämlich echt richtig gut, ich habe den auch neu. Und ja, damit das halt noch ein bisschen mehr irgendwie aussieht, als hätte ich mir Mühe gegeben, habe ich noch die vorderste Partie von meinen Haaren halt so an der Stirn abgetrennt und habe die schön nach hinten gekämmt, auch noch ein bisschen Haarspray drüber gemacht, damit so kleine Fisselhärchen auch schön anliegen. Und habe mir da einfach so einen kleinen Zopf gemacht, so dass es halt, ja, etwas mehr nach einer Frisur tatsächlich aussieht. Finde ich persönlich immer ganz schön, weil das halt viel Volumen so gerade von der Seite gibt und auch Fotos immer sehr schön aussieht. Ja, aber natürlich kann man sich da viel, viel mehr Mühe geben, wenn man Lust hat. Aber ja, so finde ich es eigentlich auch schön. Okay, jetzt kommen wir zu meinem allerliebsten Punkt und zwar zu dem Outfit. Was die Wahl eurer Schuhe angeht, also ich würde sagen, lauft die Schuhe vor allem vorher halt wirklich ein und kauft nur welche, die ihr auch wirklich bequem findet. Also wenn ihr schon im Laden irgendwie merkt, oh mein Gott, die drücken total, dann macht das eigentlich, finde ich, überhaupt keinen Sinn, die zu kaufen, sonst quält man sich nur den ganzen Abend lang. Und es gibt definitiv High Heels, die wirklich bequem sind, also ja, ich habe die Erfahrung tatsächlich gemacht. Und dann, was das Kleid angeht, also ich bin der Meinung, auch da ist das Allerwichtigste halt, dass ihr euch wirklich wohl darin fühlt und dass es euch natürlich gefällt, weil wenn man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, dann strahlt man das auch irgendwie so nach außen aus und man ist viel selbstbewusster, statt halt unsicher zu sein und ständig an sich so rumzuzuppeln. Und das perfekte Kleid, das muss auch überhaupt nicht teuer sein. Achtet halt nur darauf, dass es vor allem gut an eurem Körper sitzt. Also nicht, dass es irgendwie mega schön an eurer Freundin aussieht, sondern dass es halt wirklich bei euch gut aussieht. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil Größen ja auch immer unterschiedlich ausfallen und so. Und bei mir zum Beispiel ist es eigentlich immer bei diesen langen Kleidern so, dass die immer viel zu lang sind. Und gerade das kann einfach irgendwie total komisch aussehen. Deswegen, solche Kleider kürzt mir netterweise mein Papa halt immer. Aber man kann das auch machen lassen, wenn man niemanden kennt, der das macht. Das kostet auch wirklich nicht viel. Also es sind irgendwie 10 Euro oder so. Aber das hat einfach einen riesengroßen Effekt, weil eure Figur dann auch einfach besser zur Geltung kommt. Und das Kleid sieht einfach dann hochwertiger aus. Und was auch nicht unwichtig ist, ihr fallt dann nicht so schnell über eure eigenen Füße. Ich finde auf jeden Fall, dass das ein Punkt ist, der mega, mega viel Spaß halt so im Vorfeld machen kann. Deswegen stresst euch nicht zu viel damit und geht vielleicht schon ein paar Wochen vorher mit eurer Mama oder mit eurer Freundin so ein bisschen shoppen und probiert einfach mal so verschiedene Formen an und dann schaut ihr einfach so, wie die euch stehen und wie sie euch gefallen. Als nächstes habe ich euch noch gezeigt, was ich an so einem Abend in mein Täschchen reintun würde, was wirklich ein Täschchen ist. Das ist ziemlich witzig. Henrik macht sich immer lustig darüber. Auf jeden Fall natürlich das Handy, ein Haargummi und eine Notfallhaarnadel, Blasenpflaster und ein kleiner Geheimtipp sozusagen, das ist ein Selfie-Licht, das habe ich für irgendwie 4-5 Euro oder so mal im Internet bestellt. Das ist richtig effektiv, vor allem wenn es halt dunkel in dem Raum ist und man irgendwie schöne Fotos mit seinen Freunden machen möchte. Verlinke ich euch auch mal unten, falls euch das interessiert. Dann nehme ich noch ein Puder mit, ein Mini-Parfüm und außerdem mein Lipgloss oder meinen Lippenstift. Und da man an solchen Tagen höchstwahrscheinlich auch oft fotografiert wird, habe ich jetzt nochmal als letztes ein paar Fototipps für euch. Also, die richtige Haltung und vor allem wie man sich so zur Kamera hinstellt, kann wirklich Welten ausmachen. Ich habe das so häufig schon an mir selbst gesehen. Und mir ist aufgefallen, vor allem bei so Gruppenfotos, die meisten Leute stellen sich halt einfach irgendwie so ganz frontal zur Kamera hin und dann lachen sie einfach. Was aber viel, viel schöner aussieht, ist, wenn ihr euch ein ganz kleines bisschen seitlicher eindreht. Und wenn ihr euch auch mal so Promi-Fotos anschaut, dann werdet ihr sehen, dass die das auch immer machen, weil es den Körper einfach etwas streckt und einfach etwas vorteilhafter so aussehen lässt. Und eine zweite gute Pose ist diese hier. Hier habe ich einfach meine Beine über Kreuz geschränkt und ein Arm ist in der Hüfte und der andere hängt runter. Und auch das macht einfach so eine schöne Form auf dem Foto vor allem. Und ja, ich wollte euch einfach nur sagen, es gibt wirklich mehr Möglichkeiten, als einfach nur so ganz gerade zu stehen und zu lachen. Ganz wichtig, wenn ihr wisst, jetzt werden gleich ganz viele Fotos gemacht, dann pudert einfach euer Gesicht schnell noch ein bisschen ab. Das wird auch immer bei Drehs oder bei Fotoshootings gemacht, da wird man wirklich ständig abgepudert. Einfach, weil es dann schöner auf dem Foto aussieht, wenn man nicht diesen speckigen Glanz so im Gesicht hat. Aber das Wichtigste ist natürlich, habt Spaß und dann wird einem schönen Abend auch nichts im Wege stehen. So Leute, das war mein Abschlussball-Styling-Kleid-Video. Was? Ich hoffe sehr, dass es euch ein bisschen was nutzen konnte und
Wenn ihr nicht irgendwie dieses Jahr einen Abschlussball vor euch habt oder eine Hochzeit oder was auch immer, dann hat es vielleicht trotzdem Spaß gemacht, es zu gucken. Ich weiß nicht. Am Ende ist natürlich wie immer das Wichtigste, habt einfach Spaß, egal wo ihr hingeht, was für eine Art von Ball oder Hochzeit oder was auch immer. Und genießt einfach die Zeit. Wie gesagt, nächsten Sonntag kommt dann noch das Video mit den Kleidern online und dazwischen wird es noch ein sehr cooles DIY-Video geben. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und falls ihr jetzt noch Langeweile habt, schaut hier und hier vorbei. Ich habe euch hier auch mal mein Abiball-Kleider-Video aus dem letzten Jahr verlinkt, falls ihr nicht warten wollt, ob das Video das am Sonntag online kommt. Und sobald das neue Kleider-Video online ist, werde ich es euch auch hier unter diesem Video verlinken, sozusagen, damit ihr sofort darüber gehen könnt, wenn ihr wollt. Und ansonsten macht es gut, habt einen schönen Tag noch und ja, ciao. Das war eine komische Verabschiedung. Egal.